Servus meine lieben Sportsfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier in IQ's Kitchen auf dem ACS Sports Kanal. Heute mit einer neuen Kochedition und zwar werden wir ein paar richtig leckere Pizza-Baguettes zubereiten. Alles selbst gemacht, wir werden das Baguette selbst zubereiten, wir werden natürlich auch das Ganze selbst belegen und uns somit einfach eine wesentlich gesündere Alternative schaffen. Letztendlich könnt ihr das natürlich frei nach Wunsch und Laune belegen. Ich werde heute mal mit einer etwas eigenen Variante arbeiten, aber ihr könnt das natürlich am Ende selbst entscheiden. An sich ist hier der Kniff, dass allein das Baguette schon sehr proteinreich ist, dass man eben nicht immer nur mit Thunfisch oder meinetwegen mit Hähnchenbrustfilet oder sonstigen sehr proteinreichen Belegen arbeiten muss, sondern letztendlich auch vegetarisch eine sehr, sehr proteinreiche, gesunde Sorte hinbekommt, die jeden schmecken dürfte. Ich werde einfach mal zwei Alternativen zubereiten, euch zeigen, wie schnell und vor allen Dingen wie einfach das ist. Und ich heize jetzt schon mal den Ofen vor auf 180 Grad, werde euch gleich zeigen, was wir alles an Zutaten verwenden werden. Ansonsten findet ihr das unten auch nochmal in der Beschreibung. Auch hier wieder der Hinweis, Däumchen nach oben, wenn euch das Rezept gefallen hat. Besucht uns auch auf ACS Sports, besucht auch mich auf meiner Facebook-Seite. Blende ich euch hier oben ein. Freut mich riesig, euch auch auf meinem Fitnessblog begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Und hier seht ihr, was wir alles benötigen. Den Teig, den werden wir zubereiten aus diesen drei einfachen Zutaten, und zwar Backpulver, Speisequark und ein bisschen Dinkelmehl. Ich werde eine vegetarische und eine nicht vegetarische Variante zubereiten. Klar brauchen wir auch Reibekäse. Ich nehme immer hier den fettreduzierten. Wer noch mehr Fett einsparen möchte, nimmt einfach einen Mozzarella mit 8,5% und reibt den. Dann werde ich hier als Belag ein bisschen Hähnchenbrustaufschnitt nehmen, Mais, geschälte oder gehackte Tomaten. Die Soße natürlich hier mit gehackten Tomaten, Oregano und Salz zubereiten. Ein bisschen Tomatenmark mit rein. Ich zeige euch das gleich alles im Detail. Und zuerst machen wir uns ans Brötchen ran. Das werden wir dann vorbacken, belegen und nochmal in den Ofen schieben.